Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Yoginis und Yogis, ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen des BDY zu unserer Veranstaltungsreihe Yoga von der Matte ins Leben. Ich freue mich auch besonders, dass so viele Leute hier heute anwesend sind. Wir möchten mit dieser Veranstaltungsreihe eine Plattform geben, auf der aus dem weiten Bereich des Yoga verschiedene Themen und Zielgruppen erörtert werden können. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Yoga-Freunde oder liebe Neulinge, ich weiß gar nicht, normalerweise gibt es ja die einfache Erkenntnis, Sie blicken in einen Abgrund und der Abgrund blickt auch in Sie hinein. Damit alle auf der Bühne heute Abend wissen, in welchen Abgrund wir blicken, darf ich Sie zunächst erstmal selber kennenlernen. Also wer von Ihnen hat heute seine erste Yoga-Stunde gehabt? Okay, wer betreibt Yoga länger als ein halbes Jahr? Okay, frage ich mal anders, wer von Ihnen ist Yoga-Lehrer? Super. Das ist also, will ich mal sagen, geschätzte 90%. Das ist ja ein schönes Fachpublikum hier, deshalb muss ich Sie nicht weiter auffordern. Sie können sich zum späteren Zeitpunkt an jeder Stelle der Diskussion jeweils einbringen. Was wir wollen, ist einen Überblick verschaffen und selber miteinander ins Benehmen setzen. Wenn ich selber einer Veranstaltung folge, wo ich höre, Yoga als Hype, dann denke ich natürlich im Vorfeld darüber nach und blicke in mein eigenes Leben. Also ich löse immer alles biografisch und gucke mir, was habe ich eigentlich erlebt in den letzten 20 Jahren. Na gut, ich bin ein bisschen älter, 50 sind es dann doch schon, und habe festgestellt, in den 60er und 70ern meine Eltern immer dicker wurden und mich auf den Trimm-Dich-Pfad schleppten, mein Vater dann einen Expander hatte und meine Mutter zur rhythmischen Bandgymnastik gehen wollte. Das sind alles so Trendsportarten, die ein bisschen untergegangen sind. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Ihnen unseren ersten Gast, unsere erste Gästin vorstellen. Sie arbeitet seit fast 20 Jahren als Zukunftsforscherin und Journalistin. Sie ist auch Lehrbeauftragte an der Akademie für multimediale Ausbildung und Kommunikation und die Partnerinstitution. Sie arbeitet wissenschaftlich. Und es ist dir gelungen, vor allen Dingen ist sie, ich muss auch sagen, dass sie im Studiengang Trendmanagement arbeitet. Also wenn es hier um jemanden geht, der Trends wirklich erkennt und auch tatsächlich wissenschaftlich erforscht, dann ist es unser erster Gast. Durch intellektuelles Stretching ist es ja auch gelungen, die Begriffe Health und Lifestyle zu Healthstyle zu vereinen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Corinna Mühlhausen, herzlich willkommen. Hallo. So. Hallo. Grüße Sie herzlich. Wenn Sie mögen, können Sie dieses Mikrofon jeweils auch nehmen. Woran forschen Sie eigentlich? Oh, wir erforschen tatsächlich die ganze Bandbreite gesellschaftlicher Veränderungen, sprich Trends. Mhm. Ich persönlich habe meinen Schwerpunkt gesetzt auf das Thema Gesundheit, was Sie jetzt schon vorweggenommen haben, dass wir aus Gesundheit und Lifestyle den Healthstyle gemacht haben. Das klingt, glaube ich, aber lustiger, als es gemeint ist. Es soll nämlich eigentlich zum Ausdruck bringen, dass tatsächlich Gesundheit heute etwas anderes ist als früher und dass das, was unser Lifestyle ist, zu einem großen Teil auch versucht wird, mit dem Thema Gesundheit in allen Facetten zu verheiraten. Ganz, ganz wichtig bei dem, was die Bundesbürger im Moment wollen, ist, sie suchen Ruhe und Entspannung. Und ich glaube, damit sind wir schon ganz schön weit in dem, worüber wir heute reden. Die Vorstandsvorsitzende des BDY kennen Sie, Angelika Bessler. Sie vertritt heute die Ansichten des Verbandes, hat ja Erfahrung mit ihren quasi Pappenheimern, also mit Ihnen, weiß, was da so an Interessen, Sie lachen so wissend, vielleicht sagen Sie dann nachher mal, wieso die Mitglieder sind. Ja. Also sie selber vertritt nicht nur die Interessen des Verbandes, sondern natürlich auch die Perspektiven und sie ist unter anderem auch hier, um quasi das aufzunehmen, was aus ihrer Sicht reingegeben wird. Die Vorstandstätigkeit bringt sie natürlich umfassend in Kontakt mit Themen wie Yoga in den Medien, Yoga-Stile und Qualität im Yoga. Aber zunächst erstmal freut sie sich über jeden Applaus, besonders diesen, Angelika Bessler. Hallo. Hallo Frau Bessler, guten Tag. Gut. Ja. Wo wir gerade so schön bei der Wissenschaft waren, ich lasse Sie jetzt einfach auch ein bisschen in der Zahlenwelt hantieren. Also 100% Yoga, wie viel davon ist Hype derzeit in der Bundesrepublik Deutschland? 20%. Und was machen die 20%? Wie qualifizieren die sich als Hype? Die qualifizieren sich für mich dadurch, dass sie Yoga in den Titel mit reinnehmen, ohne dass wirklich Yoga mit drin ist. Also ich denke, weil Yoga ein Trend ist, wird an ganz vielen Stellen gesagt, also Yoga und Yoga mit, Yoga drin, Yoga blups. Und das ist so, sind diese 20%, die, wo ich denke, das ist nicht wirklich Yoga oder vielleicht wirklich so ein Additiv, aber nicht
Von der Tiefe her. Sie lernen Melanie Müller kennen, lange Mitarbeiterin der Zeitschrift Yoga Aktuell und damit natürlich mit einem guten Überblick in der Yoga-Szene. Sie ist selber auch Yoga-Lehrerin und auch Therapeutin. Es ist ihr ein besonderes Anliegen, Menschen Achtung, natürlich nicht in die Selbstoptimierung, sondern, wie ist das richtige Wort, die Selbstakzeptanz zu bringen. Das lernen wir heute Abend. Melanie Müller, herzlich willkommen. Hallo Frau Müller. Hört auch. Ich muss leider korrigieren, ich bin keine Therapeutin. Schade, ich hätte da einige Fragen. Das ist ein bisschen wie beim Arzt. Ich habe immer diese Drückungszustände, welche Asana muss ich machen? Das kann okay, ja doch. Also Yoga-Therapie kann ich anbieten, also, aber ich dachte ja, also Psychotherapie. Ach, das ist offensichtlich noch kein anerkannter Titel. Also wenn ich jetzt Kassenärztin Sie abrechnen lassen wollte, also ich habe die Frau Müller kennengelernt und ich habe diese Bedrückungszustände und würde sehr gerne mit Frau Müller zusammenarbeiten, dann also Sie, Sie müssen nicht weggehen. Es ist nur fiktiv. Also ich freue mich natürlich, wenn Sie kommen. Ich glaube, ich kann Ihnen auch Hilfe anbieten. Allerdings wird die Kasse da wahrscheinlich keinen Beitrag zu leisten. Okay, also dann erklären Sie mir ganz kurz, in welchen Fällen ich bei Ihnen genau richtig wäre. Also welche Symptome ich entwickeln muss, um Sie kennenzulernen. Also es geht, also Yoga-Therapie gibt es natürlich für ganz viele Bereiche. Also es fängt bei Rückenschmerzen, Bandscheibenproblemen an. Das werden die meisten hier kennen. Ich persönlich, also dass jemand deswegen kommt. Ich hoffe, die Bandscheibenvorfälle nicht. Hier oder? Ja, oder man ist deswegen zum Yoga gekommen. Ich persönlich habe mich eher auf das Thema Psyche spezialisiert. Das heißt, ich habe mich recht intensiv mit dem Thema Trauma befasst und auch mit den Angsterkrankungen, Depressionen und so weiter. Viele Lehre, viele Länder, viel Erfahrung, viel Marketing, aber auch viel Begeisterung. Soweit, wie ich sehe, die Erfolgsformel. Einer der auch kommerziell erfolgreichsten Yoga-Lehrer in Deutschland. Spirit Yoga wird von ihr nicht nur als Studienname, sondern auch als eigener Yoga-Stil beworben. Darüber hinaus schreibt sie offensichtlich auch Artikel in Yoga-Zeitschriften, schreibt Bücher und dreht auch Videos. Und ihr Name ist Patricia Thielemann. Herzlich willkommen. Frau Thielemann, schönen guten Tag, herzlich willkommen auch. In wenigen Worten, machen Sie ein anderes Yoga, weil es anders heißt, weil es Ihren Namen trägt, Spirit Yoga, das heißt ja nicht Thielemanns beste Verbeugung, aber also was ist Spirit Yoga und inwieweit ist es auf Ihre Person bezogen? Also ich bemühe mich darum, ein zeitgemäßes Yoga zu schaffen, was vielleicht für die heutige Zeit relevant ist, die Inhalte so abzuklopfen, dass es stimmig ist, dass es physiologisch fundiert ist. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das Rad neu erfunden habe. Ich bin einfach zu einer Zeit aus Amerika zurückgekommen, als die neue Welle des Yoga nach Deutschland geschwappt ist. Und ich war einer der Ersten, die damals gekommen ist. Und es ist mir vielleicht ganz gut gelungen, indische und westliche Einflüsse gut zu filtern, neu aufzubereiten und sie sprachlich so zu übersetzen, dass sie einen größeren Kreis Menschen ansprechen. Und ich glaube, das bringt es ganz gut auf den Punkt. Und ich glaube, so zu dem Thema Hype, der Hype liegt, glaube ich, so ein Stück hinter uns. Also wenn ich so dran denke, wie viel vor 8, 9 Jahren über Yoga berichtet wurde, dann war das viel mehr. Da wurde überall Yoga als die große Wunderwaffe deklariert und alle Medien haben darüber berichtet, welcher Star gerade mit einer neonfarbenen Yogamatte über die Straße geht. Und die Zeiten sind Gott sei Dank längst vorbei. Und ich glaube, dass aber dieser vorangegangene Hype uns eine Chance bietet, diesen Aufschwung zu nutzen, um den Yoga insgesamt noch mehr nach vorne zu bringen. Dass die ganze Yoga-Szene durch den Hype aufgewacht ist und dass dadurch auch ein kritischerer Blick entstanden ist und dass die Antwort aber nicht sein kann, auf einmal durch den Hype, durch all diese auch merkwürdigen Ströme, die es da gibt, jetzt auf einmal in die Vergangenheit zurückzufallen, in die Regression und zu sagen, wir müssen unbedingt an der Tradition festhalten, sondern wir können schauen, Yoga wird immer seine Wurzeln in Indien haben, aber ich glaube, der Yoga heute ist internationaler aufgestellt und wir ziehen unsere Einflüsse von überall her und es ist an uns, glaube ich, gemeinsam den europäischen Yoga noch mehr Identität zu geben. Wer von Ihnen besitzt ein Auto? 2. Na klar. Sicher. Also, dann ist er jetzt für die 3 anwesenden Autofahrer hier nicht Heinrich Strößenreuther, sondern Heinrich Störenfried. Denn er ist ein deutsches bekanntester Radaktivist, eines jener Kommunikationstalente, die jeder trockenen Sachdiskussion zumindest einige Feuchtigkeit beifügen. Entweder Tränen des Lachens oder Schaum vorm Mund, je nachdem, wie man es will. Dabei ist er eigentlich gar kein Spalter, sondern ein guter Unterhalter.
Und ich glaube, in einem letzten Interview wollte er mich zum Nacktradfahren überreden. Dazu wird es auch heute nicht kommen. Er hat den Fahrradvolksentscheid in Berlin angestoßen und was er da aber auf dem Fahrrad veranstaltet, das stößt anderen auf, nämlich Fahrrad-Yoga ohne Yogalehrer zu sein. Immerhin, Herr Strößenreuther, herzlich willkommen. Oh. Hallo, grüß Sie. Tag auch. Sie erinnern sich noch, ne? Ja, so ein bisschen. Sie erinnern sich noch. Also, sind Sie Agent-Provokateur auf dem Fahrrad und haben jetzt das Mittel des Yogas benutzt oder des Yogas? Ist es, ja, der Yoga ist es nicht. Ich klemme noch mal an der Stelle. Oder was hat Sie bewegt, auf dem Fahrrad im Kopfstand durch die Gegend zu fahren? Naja, ich bin einfach kein Typ für die Matte. Ich habe das ein paar Mal probiert, weiß aber, dass mir Yoga wahrscheinlich gut tut, so für den Kopf, also mal ein bisschen runterkommen, auch irgendwie für den Rücken. Jeder sieht, dass mein Rücken nicht sonderlich toll ist. Und dann bin ich vor ein, zwei Jahren bei der Berlin Bicycle Week auf das Thema Holistic Cycling gestoßen. Und zwar eine Indoor-Übung für Rennradsportler, die halt Yoga auf der Matte machen. Da dachte ich, wäre doch eigentlich cool, wenn man beim täglichen Fahrradfahren Yoga-Übungen machen könnte. Weil Fahrradfahren tue ich eh, da habe ich meine Zeit. Und manchmal auch ganz schöne Strecken durch den Tiergarten. Und wenn ich da mal eine Übung mache, perfekt. Und hatte die Idee und dann habe ich immer die russische Yoga-Lehrerin, wo ist sie, Nadja, kennengelernt. Privet. Genau. Und der habe ich das erzählt und die hat mich total für bescheuert erklärt, wie wahrscheinlich vielleicht auch vielen von Ihnen hier und auch ab und zu in dem Twitter-Account vom Bundesverband der Yoga-Lehrenden. Was kommen da so für Reaktionen? Guter Mann? Warum nicht nach Amerika mit ihm? Oder? Nee, erstmal natürlich völlig bescheuert. Yoga über dem Fahrrad geht ja gar nicht. Verkehr und so weiter und so fort. Das sind so die Klassiker, die anfangen. Aber da hat sich ein paar Übungen ausgedacht. Da haben wir die mal alle ausprobiert im Winter und merken, da passiert irgendwas mit einem. Das ist gut, also für Psyche, Körper und so weiter. Und dann war im Juni, habe ich gesagt, jetzt probieren wir das halt mal aus. Und habe dann zufällig von der dpa eine Journalistin kennengelernt, die auch Fahrradfahren war, die kam da mit. Und auf einmal war es der Berliner Sommertrend Fahrradyoga. Was macht Yoga als Plattform anfällig oder aber, sagen wir mal, anpassungsfähig? Also erstmal grundsätzlich glaube ich, dass es dem Yoga gut tut, wenn diese Hypes, diese Moden entstehen. Weil die Aufmerksamkeit, die dadurch geschaffen wird, zwei Dinge vollbringt, nämlich zum einen, dass Yoga insgesamt bekannter wird, beliebter wird und zum anderen, dass sich einfach mehr Menschen bewegen. Und ob die dann hinterher Bier trinken oder dabei Bier trinken oder dabei Fahrrad fahren, finde ich persönlich erstmal grundsätzlich gar nicht so relevant. Ich finde das toll, wenn Menschen etwas für sich entdecken und damit auch eine erstmal Sportart, dann aber vielleicht auch Lebensphilosophie entdecken, die ihnen gut tut. Und das finde ich grundsätzlich erstmal, dass es Hypes sind, dass es Moden sind, gebe ich Ihnen sofort recht. Allerdings ist auch jede Mode wichtig, weil durch die Mode entwickelt sich dann ein Trend, also eine tatsächliche, eine wirkliche Bewegung weiter. Ich glaube, man muss da einfach klar sehen, dass Yoga mittlerweile ein ziemlich relevanter Markt ist und dass es da einfach gewisse Prinzipien gibt, die dann auch für Yoga gelten. Also es hat ja, ist ja jetzt nichts Yoga-Spezifisches, sondern es gibt an dem Thema mittlerweile ein großes Interesse. Es gibt einfach auch ja, Produkte da rundherum. Es gibt Yoga-Lehrer, die auf diesem Markt bestehen wollen, die davon leben wollen. Und dann braucht, also das sind einfach Prinzipien auch des Marketings, dass es einfach Trends braucht, dass es neue Namen braucht. Und natürlich ist es dann auch so, dass man versucht, die Aufmerksamkeit einer Redaktion wie Yoga aktuell auch zu erreichen, indem man seiner Sache halt einen neuen, interessanten, schrägen Namen gibt. Werden Sie kritisiert für Ihren finanziellen Erfolg, Frau Thielemann? Also merken Sie das so unter der Hand oder kommen nur die, die wissen, dass nur viel hat, wer auch viel gearbeitet hat? Also ich ernte schon manchmal auch negative Kritik, dass Yoga und Wirtschaftlichkeit irgendwie nicht zusammenpassen dürfen. Das bezieht sich auf welchen Urtext? Genau weiß ich das auch nicht. Also wahrscheinlich geht es um das Raffgierige, was vielleicht vermutet wird. Aber ich glaube, ich sehe es eher andersrum. Also ich erlebe einen gewaltigen Druck, dass für Spirit Yoga arbeiten mittlerweile 200 freie und feste Mitarbeiter. Und das ist eine ganz schöne Verantwortung, diese vielen Mitarbeiter auch alle satt zu kriegen und dieses Unternehmen so gut strukturiert aufzustellen, dass es heil und gesund ist. Und es geht, ich habe dabei weniger für mich persönlich die Zahlen im Auge, sondern dass ich einfach sehen muss,
Stimmt das Give and Take dabei, wie in jedem anderen gut aufgestellten wirtschaftlichen Unternehmen auch? Und ich glaube, solange man sich seiner sozialen Verantwortung dabei bewusst ist, ist es legitim, heutzutage mit Yoga auch Geld zu verdienen. Wo soll es denn bei Ihnen hingehen, wenn wir beim Kommerz bleiben? Also ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie damit mit Verlaub mehr als 2 Euro verdient haben. Ja, in Summe waren es tatsächlich 20 Euro über ein ganzes Jahr. Also war nicht sonderlich toll. Versteuert aber natürlich. Der Werbewert allein, das waren RTL und ZDF und 5 überregionalen Zeitungen und noch 20 weiteren. Also sind wir bekannt und als Webseite irgendwie halbwegs eingeführt. Da kann man was draus machen. Ich merke bei mir immer, wenn ich mal gestresst aus dem Büro rauskomme oder als Fahrradaktivist mit mich in irgendwelchen Autofahren auseinandersetzen musste, die wieder irgendwo mich geschnitten haben, gefährdet haben oder auf dem Radweg parken, mich bringt das innerhalb von 2-3 Minuten wieder runter. Da bin ich gut gelaunt und heiter. Und das ist eine Leistung einer neuen Art von Fahrrad-Yoga oder Fahrradgymnastik, wie immer wir die nennen wollen. Das ist mir eigentlich, ehrlich gesagt, Jacke wie Hose. Ich weiß nur, dass die Übungen aus dem Yoga übertragen aufs Fahrrad, die ich mir ja auch nicht ausgedacht habe, dass die funktionieren. Ist Ihnen das eigentlich noch angenehm? Also jetzt quasi, wenn ich jetzt mal als Funktionärin fragen darf, oder sagen Sie, ja, kann man machen, aber berührt uns letztlich nicht im Kern? Also da frage ich mich tatsächlich, wo ist da Yoga? Also eine bestimmte Bewegung zu machen auf dem Fahrrad, die kann ich halt irgendwo einordnen. Das könnte eben auch Gymnastik sein. Und das ist das, wo ich eben genau den Hype dran festmache. Und ich sage, also wenn Yoga nicht gerade so im Trend wäre, wird's Perlen auffädeln auf dem Fahrrad heißen oder so. Das ist ja eine richtige Herausforderung. Ja, aber macht bestimmt auch ruhig. Also wenn ich da mit meinen... Also deshalb denke ich, das ist wirklich so ein gutes Beispiel dafür. Natürlich nutzt das auch uns Yoga-Lehrenden, weil es eine Tür öffnet, weil Menschen sich mit dem Thema auseinandersetzen, egal ob sie sich jetzt ärgern, weil sie sagen, das ist aber doch nicht so wie mein Yoga zu Hause oder wie das bei mir auf der Matte oder weil sie sagen, boah, das ist ja mal cool, da macht ja einer mal was ganz anderes. Das Thema Yoga ist im Gespräch und dann kann daraus ja was sehr Ernsthaftes werden. Also ernsthaft jetzt nicht, dass man immer mit so einer Miene rumläuft, sondern Yoga kann ja unglaublich viel Freude machen. Aber deshalb denke ich, das ist wirklich ein gutes Beispiel für dieses Thema hier. Und mir geht da nicht der Hut hoch. Also kann ich einfach nicht sagen, ich finde es ganz lustig. Wenn Yoga tatsächlich eine solche Entwicklung nimmt und dabei eben auch diese ulkigen Moden und Hypes helfen, dann gebe ich Ihnen vollkommen recht, das sind Türöffner, die wichtig sind, dass eben aus einer, Entschuldigung, Randsportart, die es ja mal war, mit wenigen Prozent von Bundesbürgern, die das machen und vor allem auch fast keinen Männern, in vielleicht sogar die Mitte der Gesellschaft schafft. Und was wir im Moment erleben, wenn wir das von den Zahlen her anschauen, also tatsächlich die Gesellschaft dabei anschauen, aufgeholt haben Männer, viel, viel mehr Männer als noch vor 10 Jahren, als noch vor 5 Jahren machen heute Yoga. Und das ist ja etwas, was vielleicht auch durch diese Hypes entstanden ist. Und die Altersstruktur hat sich geändert. Das heißt, dass jetzt in beide Richtungen sowohl jüngere Menschen als auch ältere Menschen Yoga betreiben. Die älteren Menschen, weil sie es mitnehmen ins Alter. Wir werden alle immer älter. Auch das ist ein ganz wichtiger Trend, der in unserer Gesellschaft vorherrschend ist. Also es geht ja nicht nur darum, dass wir uns singelisieren, alleine sind, unseren eigenen Sinn suchen, sondern es geht auch darum, ein Miteinander zu leben und sich zu spiegeln und das eben auch ein Leben lang zu tun. Und dabei hilft eine solche Bewegung wie Yoga eben auch. Ich glaube, das Besondere am Yoga ist, dass er eben so viele Entwicklungsmöglichkeiten in sich hat. Ich kann beginnen mit wirklich reinen Übungen auf der Matte, wo ich merke, ach ja, mein Rücken wird besser, meine Knie sind immer noch beweglich und also wirklich in so einem eher sportiven Rahmen oder Gymnastikrahmen oder wie auch immer. Es geht aber immer weiter. Das heißt, es gibt innerhalb des Yogas viele Möglichkeiten, weiter in die Tiefe zu gehen, das für mich weiter zu entwickeln, mich auf der philosophischen Ebene weiterzuentwickeln, mehr mit dem Atem zu arbeiten, mich mit der Psyche anders zu beschäftigen und dafür das alles innerhalb eines Systems. Das gibt es nicht in so furchtbar vielen Möglichkeiten. Aber ich glaube, dass es handfeste Inhalte braucht, die der Digitalisierung und der sich immer schneller drehenden Welt ganz klar entgegenstehen, dass es einen Gegenpol geben muss und dass wir zwar einerseits eine Entschleunigung brauchen und mehr eine Ruhe führen sollten,
im Yoga, aber dass es eben nicht so sein aussehen kann, wie es vielleicht vor 50 Jahren ausgesehen hat, sondern dass das eine ganz natürliche Entwicklung der Yoga genommen hat durch einige gewaltige Dynamik, die jetzt in eine Ruhe führt, weil das eigentlich auch die Gesellschaft widerspiegelt. Und das macht für mich sehr viel Sinn, dass wir jetzt zu mehr Ruhe in alledem finden. Und die große Frage ist in dieser Sinnentleerung der Gesellschaft, wie schaffen wir einen Erfahrungsraum im Yoga, der eben nicht esoterisch merkwürdig abdriftet, aber der wirklich beseelt ist und wo die Menschen ihrer eigenen Sinnsuche tatsächlich auf die Spur gehen können. Und mit der Frage beschäftige ich mich bei Spirit tagtäglich, wie gelingt das? Und ich finde, das ist eine spannende Aufgabe, dem auf die Spur zu gehen, weil so eine Not in der Gesellschaft ist und die Antwort kann eben nicht mehr sein, heute Guru zu spielen und Antworten zu predigen und vorzugeben, sondern nur einen Rahmen zu schaffen in einer aufgeklärten und zugewandten Art und Weise, in der die Menschen ihren eigenen Bezug zum Größeren finden. Zum einen denke ich, dass Yoga auf jeden Fall gekommen ist, um zu bleiben, also da habe ich keine Zweifel mehr. Und ich denke, es wird sich in verschiedenen Bereichen ausweiten. Also klar, es gibt natürlich den Bereich, wo Leute zum Yoga finden, oft auch wegen körperlichen Beschwerden oder die sich halt auspowern wollen, wo es tatsächlich eher als Sport betrieben wird. Aber was man schon erlebt und was man zum Beispiel auch sieht, wenn man sich anschaut, welche Bücher gerade so erscheinen, da merkt man, dass man mehr auf die Leute eingehen wird, die frustriert bisher aus den Klassen rausgegangen sind. Und man sieht, dass sich das immer mehr auch spezialisiert. Also es erscheinen gerade zum Beispiel sehr viele Bücher zu eben yogatherapeutischen Themen oder das Thema ältere Menschen ist eins, was gerade spürbar kommt. Gott sei Dank, es ist ja auch ein Riesenmarkt. Ich verstehe noch gar nicht, warum dann nicht mehr Leute sich damit befassen. Und was man schon auch merkt, ist, dass früher hat man das Thema Meditation tendenziell eher ein bisschen zurückgestellt, weil man Angst hatte, die Leute zu verschrecken. Und das, da gibt es viel, viel mehr Offenheit. Das ist auf jeden Fall ein Thema, das gerade sehr stark kommt. Also wir hatten ein Sonderheft dazu und uns sind andere Medien, die nicht yogaspezifisch sind, damit zuvorgekommen. Und ich glaube, es ist an uns Yoga-Lehrenden, die Brücke zu schlagen, eben wirklich unsere Inhalte so aufzubereiten, dass sie zugänglicher werden, dass das manchmal dann doch eben in der noch so ein Stück in so einer Blase ist, wo Eingeweihte Zugang zu finden, ja. Aber wenn man nichts damit anfangen kann, dann ist es auch, glaube ich, durch den Hype und die ganzen Ströme, hat man manchmal auch so ein Bild, der eben nicht der seriöse Yoga ist, sondern man denkt an Indien, Folklore und Shanti Om. Ja, hallo, ich bin Milena, ich bin auch Yoga-Lehrerin hier in Berlin und ich glaube, diese ganze Hype-Geschichte entsteht auch so ein bisschen dadurch, dass gerade ja Yoga-Lehrer so ein bisschen wie am Fließband ausgebildet werden und es ganz, ganz viele Yoga-Lehrer gibt, die sozusagen sich den Markt erschließen wollen. Und meine Frage ist jetzt, wie kann man da so eine Balance finden zwischen einerseits authentischen Yoga zu vermitteln und andererseits diese Marketing-Tools für sich zu nutzen, wie jetzt zum Beispiel ich als Bloggerin oder viele meiner Freunde, die Blogs haben oder auch Instagram nutzen, was ja schon eigentlich nicht mehr dem authentischen Yoga entspricht, so im klassischen Sinne vielleicht. Genau, also wie kann man da so eine Balance finden? Also ein Problem, das immer wieder mal auftaucht in der Yoga-Szene, glaube ich, ist, dass man das Gefühl hat, Marketing ist grundsätzlich böse. Das würde ich jetzt in Frage stellen. Die Frage ist immer, wofür nütze ich es und was sind meine Botschaften? Und wenn ich Marketing benutze, um positive Botschaften einfach auch unter die Menschen zu bringen und eine Aufmerksamkeit zu erzeugen, dann kann ich daran überhaupt nichts Schlechtes sehen. Und wenn ich heute von Yoga leben möchte und auf dem Markt bestehen möchte, dann werde ich auch wahrscheinlich nicht drumherum kommen. Ich sehe ein bisschen das Problem, dass alle das Gleiche machen. Ich wünsche mir noch viel mehr Vielfalt, also auch von den Medien. Im Moment ist die Yogini eine weiße, schlanke, hypermobile, junge Frau. Das wünsche ich mir auch, dass sich das ändert. Und ich merke, dass viele Yoga-Lehrer alle in die gleiche Kerbe schlagen und versuchen, das zu machen, was alle machen. Und das funktioniert nicht mit einem Instagram-Account, das funktioniert nicht auf einem Blog. Da braucht es einfach eine Nische und eine Leidenschaft.
Und dann kann es durchaus was Positives sein. Schade finde ich halt, dass viele zum Beispiel dann Instagram benutzen, um weiter dieses Körperbild halt zu verbreiten und die Illusion, ich muss den Handstand oder den Spagat können oder guckt, was ich kann. Aber Instagram ist ja nicht böse und Marketing auch nicht, sondern die Frage ist halt, wie ich es für mich verwende und da würde ich mir mehr Kreativität wünschen. Vielen herzlichen Dank, ich fand es einen sehr schönen Abend. Dankeschön, Namaste.